Auf alle Fälle ist dies das absichtliche Lebensaufspreizungsziel. Die völlige absurde Verzweiflung der Unerreichbarkeit und die Gegenreaktion dann deshalb jetzt erst recht sich aufzubäumen und es zu versuchen, so wie Demokrit schließt, einerseits vereinsamte, unerreichbare Partikel, deren Bewegung nur möglich ist, durch diese Vanitas, durch diesen leeren Abgrund dazwischen der Unerreichbarkeit, aber der Bewegungsmöglichkeit und der Pulsation im Zerspringen der Zeit, im Schlagen des Herzens.